uns. Zu diesem Europa. Aber wir wissen auch, manches muss anders, manches muss besser werden. Wir wollen ein wirtschaftlich starkes und erfolgreiches Europa. Und das bedeutet konkret, dass die Krise noch lange nicht überwunden ist. Die Krise ist allenfalls unter Kontrolle und jetzt gilt es, sie im Kurs zu halten in Europa. Mit einem Dreiklang, dass die Finanzmärkte effektiv reguliert und kontrolliert werden, dass die Haushalte konsolidiert werden und dass wir eine Politik machen für mehr Wachstum und Beschäftigung. Das ist der richtige Weg, um allen Menschen in Europa eine gute Zukunft zu bieten. Wir setzen uns ein für ein stabiles Europa und zu einem stabilen Europa gehört auch ein stabiler Euro als unsere gemeinsame Währung. Und deshalb ist wichtig, wenn Deutschland jetzt mit gutem Beispiel vorangeht und 2015 das erste Mal einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden vorlegt, dann ist das ein Riesenerfolg für die Politik.